herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog, also VLOG, Vlog, Videoblog quasi praktisch. Und es geht um das, ich wurde ein paar Mal gefragt, wie man Lieder aufnimmt oder wie man seine Ideen umsetzt in einem Song. Ja, glaubt ihr, ich verrate das euch? Nee, Spaß. Mein Betriebsgeheimnis werde ich natürlich nicht verraten, wie ich jetzt speziell mit jedem Song beginne, aber es gibt hier und da ein paar kleine Tipps, wie man was machen kann. Aber als erstes würde ich mal meinen, ich zeige euch ein bisschen was von meiner Arbeitsumgebung, weil ein bisschen Equipment braucht man schon. Also nur Soundkarte und Gitarre ist nicht, weil da kommt auf Dauer nichts Gescheites raus. So, ich zeige euch mal kurz meinen Arbeitsplatz und werde ein bisschen was erzählen. Im Endeffekt dreht sich das Vlog über mehrere Teile. Über mehrere Teile, über Musik, über Instrumente, über Nonsens, über Schwachsinn. Einfach bübsch. Also, los geht's. Ja, hier ist mein Arbeitsplatz. Ihr seht, ich bin heute auch nicht großartig herausgeputzt. Und was habe ich hier? Ich habe hier zwei Monitore, ich habe hier ein bisschen Zettel, ein bisschen Mischpult, Stimmgerät, ganz wichtig. Ohne Stimmgerät kann man nicht spielen. Ja, Futzel. Ja, in der Regel pflege ich hier zwei Tremolo-Hebel rumliegen zu lassen. Bleistift, ganz wichtig, Handy. Ja, im Endeffekt besteht ja mein Arbeitsplatz hier. Ja, PC. Hier reicht für euch, wenn ihr was machen wollt, ein stinknormaler PC. Gut, Boxen braucht man nicht die allerbesten, aber eine gute Akustik. Wie man jetzt hier auf dem Camcorder hört, habe ich eine bescheidene Akustik. Muss ich mal bei Gelegenheit noch umbauen. Jedenfalls ganz wichtig, PC-Programme. Wenn ihr Musik machen wollt, wichtig, Cubase. Das ist jetzt ganz einfach Cubase 5. Also Cubase Essential 5. Mittlerweile ist ja die 6. Version raus, in der Artist-Version oder in der ganz, ganz kleinen Studentenversion. Würde ich jedem empfehlen, der ernsthaft oder rein vom Hobby her Musik machen will. Ist zwar nicht ganz billig, das Programm, wenn man die Vollversion haben möchte, die liegt, glaube ich, bei 600 Euro rum. Die hat mich damals 180 gekostet, ist aber jeden Cent wert. Und selbst die kleine Version würde dem angehenden Hobbymusiker reichen, weil ihr niemals sämtliche Funktionen komplett ausreizen werdet. Naja, vielleicht doch, aber das dauert ewig. Nö, Cubase, wenn ihr kein Schlagzeug habt, sehr zu empfehlen. IZ-Drummer, der IZ-Drummer von Toontrack. Ich finde jetzt das Programm sehr praktisch. Erzeugt einen sehr natürlichen Schlagzeugsound. Okay, es ist kein echter Schlagzeuger. Was soll der Geiz? Ist halt. Aber die Dienste sind schon mal sehr brauchbar. Man kann auch die Schlagzeugspuren auch selber per MIDI zusammenklicken. So, hier mein Arbeitsplatz etwas näher. Also wie gesagt, wenn ihr etwas, professionell kann man jetzt nicht sagen, aber wenn ihr ein bisschen gescheite Musik machen möchtet, kommt ihr um ein Programm nicht rum. Vorher arbeitete ich an einem Monitor, aber mit den ganzen Kanälen und Plugins und weiß der Geier, alles ist mir der Platz ausgegangen. Kann ziemlich fies sein, weil von den lauter Klicken kommt man nicht mehr hin und her. Ihr könnt quasi die Musik aufnehmen, könnt sie abhören und im Endeffekt könnt ihr damit alles machen, was jetzt Musik angeht. Könnt
jede Spur einzeln einstellen, Equalizer, Hall, Plugins, was ihr wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel auch meinen wunderschönen Gesang ausblenden. Dann habt ihr nur Musik. Oder auch Musik einzeln, Gesang einzeln, wie ihr wollt. Also im Endeffekt könnt ihr damit sehr viel Spaß haben. Aber bevor man überhaupt aufnehmen kann, zum Beispiel die E-Gitarrenspur. Bevor man die überhaupt aufnehmen kann, braucht man natürlich auch ein Mikrofon. Und ich zeige das euch mal. Moment. Tja, zum Aufnehmen verwende ich hier eine Gitarre, wie man sieht, eine Epiphone Les Paul. No, das ist die Gitarre mit Stecker verbunden und Kabel. Viel Kabel und noch mehr Kabel rein, Kabel raus. Das ist übrigens ein Wabber-Pedal, das habe ich mir erst gekauft. Tja, also die Kabel, die führen ja alle durch das Pedal in den Verstärker. Der Verstärker ist ein Fender Super Champ XD. Es ist eigentlich ein normaler Verstärker, nicht teuer um die, sage ich nicht. Jedenfalls klingt er nicht schlecht. Und an dem Verstärker ist natürlich ein Mikrofon. Das hier ist eine Kopie eines Shure-Mikrofons. Das hier ist aber von Thomann, ein T-Bone MB75. Und das Mikrofon geht per Kabel hier in das Mischpult. Moment. Mischpult. Das geht hier in das Mischpult. Und vom Mischpult wieder per viele Kabel in den PC und vom PC hier in Cubase. Ja, das ist im Endeffekt das ganze Equipment, was ich habe. Ich habe ja auch hier hinter mir noch ein MIDI-Keyboard, mit dem kann ich dann Dudelsack und Geigen und was weiß ich noch alles einspielen. Und wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie euch auf. Zum Beispiel einen Liedtext oder irgendeinen Satz oder was weiß ich, keine Ahnung. Frischhalteglocke, Fürkäse und Salate. Passt nur auf, dass ich euch keins überbrate. Also solche Zeilen, wenn ihr euch die aufschreibt. Moment. Wenn ihr euch die aufschreibt, dann habt ihr im Endeffekt schon mal einen kleinen Reim. Und ist, ja, mit der Zeit wird das mehr und dann kommt hier ein kompletter Liedtext raus. Tja. Im Endeffekt habt ihr den Liedtext, ihr habt keine Musik, dann nehmt ihr euch eine Gitarre, sofern vorhanden, ne, und überlegt euch Akkorde, keine Ahnung, was nehmen wir denn? Naja, es ist jetzt musikalischer Nonsens, aber einfach eine Akkordfolge, keine Ahnung, in A. Das könnt ihr dann weiter ausführen und irgendwann habt ihr eine Akkordfolge, die euch gefällt. Ja, und dann braucht ihr nur noch eine Melodie für den Text. Ja, das war es mal grob für das erste Video-Blog. Da ich sowieso jetzt im Moment den Gehirn-Blackout habe, was meine musikalischen Künste angeht, habe ich eben dieses Vlog gestartet. Ich werde auch jetzt regelmäßig einen Videoblog erstellen. Und natürlich so, wenn jemand von euch Fragen hat, keine Ahnung, wie putze ich meine Gitarre oder wie bringe ich Saiten glühen, indem ich sie in den Toaster stecke, oder so Sachen wie, läuft mein Hamster auch in der Gitarre herum, während ich spiele und klopft dazu noch den Takt von Guns N' Roses, Lied könnt ihr euch aussuchen. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder einen Kommentar unter diesem Vlog und ich werde versuchen, das aufzugreifen und im nächsten Videoblog zu verarbeiten. Tja,
Des Weiteren würde ich mal sagen, Ruhe ist hier, würde ich mal sagen, tja, an alle Hobbymusiker und die, die gern Musik machen und auch eventuell meine Musikrichtung mögen, ja, es ist halt nicht jedermanns Sache, Dudelsack, E-Gitarre, mein schrecklicher Gesang dazu. Ja, an alle, die es mögen, ich würde mich freuen, zwei Daumen hoch, wenn ihr mich gut bewertet, eventuell auch mich in den Favoriten aufnehmt. Und meine Lieder, also meine Lieder mit Text, wäre ich auch, ja, ich wäre nicht abgeneigt, wenn ihr diese in die Favoriten aufnehmt und weitergebt und einfach euren Freunden davon erzählt. Ja, soweit zum ersten Videoblog. Ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Musik oder auch bei den anderen auf YouTube. Und ja, bis zum nächsten Videoblog und wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen. Dann gutes Nächtle und Servus. Mo, tschüssi. Wie es früher einmal war.